Habe ich es euch gesagt? Oder habe ich es euch gesagt? Heute um 17 Uhr kommt der neue Brawl Talk. Und in diesem Video stelle ich euch alles vor, was wir jetzt schon über den neuen Brawl Talk und über das Update wissen. Let's go! Und wie ihr wisst, können wir auch jetzt schon prüfen, was Brawl Stars für Video-Tags, also für Videosuchbegriffe für dieses Video eingestellt hat. Dass dieses Miau einfach nur ein Joke ist, beziehungsweise eine Art Prank. Jetzt, wo ich leider keinen Creator-Code mehr im Brawl Stars habe, tragt doch gerne den Creator-Code von Lukas bei euch im Shop ein. Ihr wisst es, Leute, auf der Nita Ehrenbruder Basis, alle 7 Tage müsst ihr den Code neu eingeben. Ja, Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Ja, Mann, Leute, es ist soweit, es kommt ein neuer Brawl Talk raus. Wie ich es schon predicted habe, genau heute um 17 Uhr ist es soweit. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich werde dann heute auch gegen 14, 15 Uhr anfangen live zu gehen. Wir werden gemeinsam auch dann auf den Brawl Talk warten und den dann natürlich auch gerne gemeinsam im Livestream anschauen. Und natürlich, wie jedes Mal, ihr kennt mich, ich habe wieder alles analysiert, was man analysieren kann. Und ich werde euch heute vorstellen, was wir schon alles Krasses über den Brawl Talk wissen, über das Update und ob meine Predictions mit Colonel Ruff richtig waren oder nicht und meine Vermutung, ob er jetzt nun endlich kommt oder nicht. Ich würde sagen, wir labern gar nicht lange drum rum. Lasst auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben da. Schaffen wir es hier für den Update-Hype direkt auf dem Video mal die 10.000 Daumen nach oben zu erreichen. Abonniert natürlich auch gerne kostenlos den Kanal und aktiviert die kleine Glocke, würde mich sehr freuen. Und checkt übrigens auch gerne mal meinen Zweitkanal Kevin Light aus. Auf dem kommt ebenfalls jeden Tag um 15 Uhr ein neues Video. Leute, noch eine ganz, ganz wichtige Ankündigung. Und zwar, wann ist Lukas und mein 100-Stunden-Stream? Der 100-Stunden-Stream wird am Donnerstag, am 28.01. um 9 Uhr starten und geht bis zum 1.02. um 13 Uhr. Es ist wirklich unglaublich heftig. Wir streamen den ersten Teil des 100-Stunden-Streams auf Lukas' Kanal. Das heißt, wenn ihr Lukas noch nicht abonniert habt, macht es jetzt gerne mal. Und den zweiten Teil des Streams streamen wir auf meinen Kanal. Also es lohnt sich auf jeden Fall, vorbeizuschauen. Wir streamen ca. 60, 40, weil das ja Lukas' Special ist, streamen wir bei ihm ein kleines bisschen mehr. Markiert euch auf jeden Fall das Datum. Wir freuen uns, wenn möglichst viele von euch einschalten. Der Stream geht 100 Stunden, also es lohnt sich. Es wird sehr viel geiler Stuff passieren. Das solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Und ebenfalls wäre es mega geil, wenn wir es noch schaffen könnten, vor dem 100-Stunden-Stream auf meinem Instagram-Kanal die 100.000 Follower zu erreichen. Wir stehen echt kurz davor. Also jeder, der mir jetzt noch nicht auf Instagram folgt, macht es gerne mal. Es lohnt sich, versprochen. Auf Instagram kommt sowohl Real-Life-Stuff, aber auch natürlich neue Infos, wenn irgendwie ein Update in Brawl Stars kommt und so weiter. So, Leute. Ich habe es euch schon gesagt, ihr habt ja wahrscheinlich mein Video gesehen, wo ich predicted habe, wann der Brawl Talk kommt, beziehungsweise wann das Update kommt. Ich habe gesagt, entweder am 23. oder am 24. Januar, wir haben heute den 23. und der Brawl Talk wurde für heute 17 Uhr angekündigt. So, und jetzt kommen wir dazu, was wir schon alles wissen. So sieht das Vorschaubild aus. Wir haben hier erstmal in der Mitte stehen Miau, dann haben wir hier auf der rechten Seite eine komische Gestalt, was auch immer es sein kann. Ich bin mal sehr gespannt, es sieht halt sehr nach einem neuen Brawler aus. Oder irgendwas in der Art, vielleicht auch ein neuer Skin, wer weiß. Aber ich gehe jetzt mal sehr davon aus, dass das hier der neue Brawler ist. Ebenfalls haben wir hier im Hintergrund tatsächlich nur eine Wüste, einen kleinen Kaktus und sonst nichts. Dann noch das Brawl Talk Logo. Und wie ihr wisst, können wir auch jetzt schon prüfen, was Brawl Stars für Video-Tags, also für Videosuchbegriffe für dieses Video eingestellt hat. Und da sehen wir zwei interessante Sachen, und zwar einmal Season 5, denn es ist ja das Season 5 Update, und Miau. Und ebenfalls wissen wir jetzt bereits schon, dass der Brawl Talk 2 Minuten und 47 Sekunden gehen wird. Das heißt, es ist eine ganz normale Brawl Talk Länge, kein Special Brawl Talk wie der Brawl Talk vom Star Park. Also gehe ich mal davon aus, dass wir wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich keine Star Park Referenzen hier drin finden werden, aber wer weiß, ich lasse mich auf jeden Fall überraschen. Doch das ist nicht das Einzige, was wir jetzt bereits wissen. Brawl Stars hat nämlich auf Twitter ebenfalls einen neuen Post gemacht, den seht ihr hier einmal eingeblendet. Und zwar sehen wir hier, ja, eine Hütte im Wilden Westen anscheinend, dann haben wir hier Shelly im Eingang, die ganz erschrocken hochguckt und gerade ihre Wäsche hat fallen lassen. Ich gehe mal davon aus, dass Shelly hier in diesem Haus wohnt. Und so wie es ausschaut, hat die Katze hier ein bisschen rumrandaliert. Die hat ja auch den Blumentopf umgestoßen. Und die scheint vielleicht irgendwie aufs Dach geklettert zu sein. Vielleicht ist sie auch irgendwie mutiert. Oder Shelly sieht irgendetwas im
Himmel. Warum sage ich, Shelly sieht irgendetwas im Himmel? Schaut mal hier in den Hintergrund. Sieht diese Silhouette von der Wolke nicht ein bisschen aus wie ein UFO? Ja, würde ich jetzt ganz einfach mal behaupten. Ebenfalls sehen wir natürlich hier weitere Anspielungen auf eine Katze. Wir haben hier Fußtatzen, wir haben hier so eine Maus, wir haben hier einen Katzenfutterbehälter und ein Wolleknäuel. Doch ich stelle jetzt mal eine ganz, ganz, ganz gewagte Theorie auf. Also wenn die stimmt, dann könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, Kevin, du bist echt der Analyseboss. Also, ich stelle jetzt meine Theorie auf, weil ich wirklich, wirklich immer noch davon ausgehe, dass die Colonel Ruff Theorie stimmen könnte. Zum einen, weil wir hinter Shelly dieses UFO als Silhouette haben. Des Weiteren haben wir bei dem Brawl Talk Thumbnail im Hintergrund rein Wüste. Und könnt ihr euch noch an ein anderes Wüstenbild erinnern? Richtig, dieses Bild hier, wo wir vorne Sprout hatten und im Hintergrund die Raumschiffe rumgeflogen sind. Das war auch ein Bild, wo man quasi nur die Wüste gesehen hat. Und was ich jetzt glaube, man hat ja immer den Vergleich Katze und Hund. Es gibt Hundeliebhaber und es gibt Katzenliebhaber. Und ich gehe mal davon aus, dass Supercell hier vielleicht eine ganz kleine Anspielung darauf machen möchte und uns vielleicht ein bisschen trollen möchte und vielleicht so andeuten möchte, ja, es wird vielleicht ein Brawler kommen, der irgendwie eine Katze ist. Aber ich gehe immer noch davon aus, dadurch, dass der gute Colonel Ruff ja eher ein Hund ist, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich finde, Colonel Ruff sieht mehr aus wie ein Hund als eine Katze. Deswegen gehe ich davon aus, dass dieses Miau einfach nur ein Joke ist, beziehungsweise eine Art Prank. Und dass wir trotzdem Colonel Ruff bekommen. Ist eine sehr, sehr weit hergeholte Theorie, ich weiß. Es muss auch nicht sein, dass die stimmt. Es kann auch sein, dass ich damit voll ins Fettnäpfchen trete. Aber weil halt in diesem Bild man auch immer noch ein UFO im Hintergrund sieht, glaube ich, dass diese Theorie immer noch nicht aus dem Raum weggeworfen ist. Schreibt mir gerne auch jetzt mal in die Kommentare, was ihr zu meiner Theorie hier sagt. Ob ihr glaubt, yo Kevin, das kann gut sein. Oder ob ihr sagt, nee Kevin, das ist ein bisschen sehr weit hergeholt. Es kommt halt einfach eine Katze. Weil das Ding ist halt, dass wir auf dem Thumbnail von dem Brawl Talk nicht Colonel Ruff als Schatten sehen, sondern irgendeine andere Kreatur oder was auch immer. Des Weiteren halten wir fest, dass Stand jetzt heute, 22. Januar, 18.26 Uhr, sich auch immer noch nichts im Geheim Brawl Stars Livestream getan hat. Der Sound ist immer noch genauso wie immer. Also entweder es passiert heute noch was oder hier gibt es wieder keine Änderung. Ich bin mal sehr gespannt. Ja, Leute, ich hoffe einfach mal, ihr freut euch auf den neuen Brawl Talk genauso heftig wie ich. Schaut auf jeden Fall gerne nachher im Stream vorbei, lasst ein kostenloses Abo da. Und ich würde sagen, wir sehen uns, bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.